Ja, liebe Zuseher, herzlich willkommen zu unserem YouTube Service Magazin. Freitag ist Wochenende. Ja, bevor es ins Wochenende geht, möchte ich euch heute noch kurz unsere Flux-Innenbeleuchtung vorstellen. Es ist kein nagelneues Produkt. Wir haben die Leuchten bereits seit geraumer Zeit im Angebot. Aber ich habe mir gedacht, heute ist einmal Zeit, dass ich euch die Module zeige und was sie wirklich können. Wie man hier schön vor mir aufgelegt sieht, ist die Flux 500 im Prinzip oder die Flux-Serie eine flache Innenbeleuchtung, die wie gesagt nicht sehr viel aufträgt. Ich muss da jetzt schummeln. Ja, es ist knapp 1 cm an Bauhöhe. Das System oder die Leuchte ist im Prinzip in zwei unterschiedlichen Längen verfügbar, nämlich einmal mit 250 mm. Und einmal mit 500 mm Länge. Deswegen haben wir da im Prinzip die große und hier drunter dann die kleine. Es gibt die Flux 500 bzw. die 250er, die kürzere, in unterschiedlichen Ausführungen und unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Die Flux 250, die kurze, hier machen wir es mal in die andere Kamera. Die kurze Flux 500 gibt es mit 24 LED-Modulen und knapp 560 Lumen. Genau, 562 sind es ganz genau. Das wäre wie gesagt die kurze. Es ist so, dass wir hier einen LED-Stick drinnen haben und hier mit jeweils 12 LEDs. Und die zusammen erreichen dann diese 24, sind dann diese 24 LEDs bzw. diese 562 Lumen. Ich werde das jetzt auch gleich anschließen, damit man das auch einmal sehen kann. So, Plus auf Plus und nicht andersrum. So. Ich hoffe, dass man das sieht. Du siehst das. ja. Wie gesagt, das ist wie gesagt die 250 mm Ausführung. Flux 250 gibt es in 12 oder 24 Volt. Wie gesagt, gibt es nur in dieser Ausführung. Wenn wir jetzt weitergehen, etwas größer zur 500er, dann haben wir da im Prinzip bei der 500er eigentlich vier Ausführungen. Und zwar gibt es diese Ausführung, diese 500er, einmal mit 48 LED-Modulen. Dann ist es so, dass wir hier auf einer Seite diese 48 LED-Module aufgereiht haben. Die zweite Seite hier ist leer. Gibt es wieder in 12 und in 24 Volt. Die 48 LED-Module haben 1125 Lumen Lichtleistung insgesamt. Dann gibt es diese CW96. CW96, wie es der Name schon sagt, hat nicht 48 LED-Module, sondern wir haben hier insgesamt 96 LED-Module und doppelte Lumenleistung, das heißt bei knapp 2250 Lumen insgesamt. Das heißt, wir haben hier wieder 48 LED-Module auf dieser Seite und hier ebenfalls wieder 48 LED-Module auf der anderen Seite oder gegenüberliegenden Seite. Die 96er kann man dimmen, die 48er kann man nicht dimmen. Zusätzlich gibt es die Flux 500 mit 96 LED-Modulen auch mit einer Traumalicht-Option. Traumalicht bedeutet, dass man die Leuchte von weiß auf blau oder von weiß auf rot, das sind sehr unterschiedliche Ausführungen, also entweder blau-weiß oder rot-weiß umschalten kann. Das soll vor allem in der Nacht dazu dienen, dass man im Fahrzeug sich vorbereiten kann auf den Einsatz, jedoch den Fahrer dabei nicht blendet. Das ist einfach ein einfacheres und angenehmeres Licht. Dann werde ich auch jetzt diese mal hier einschalten, dann kann man das auch sehen. Wir haben hier insgesamt, so, das ist da wieder hinüber, oder vielleicht so auf der Rückseite, so.
von den Kabeln. Wir haben jetzt hier, das wäre jetzt die 96er Ausführung mit Traumalichtoption. Wir haben hier insgesamt 4 Kabeln. Wir haben 2 rote. Jede dieser roten treibt sozusagen eine Seite oder bestromt eine Seite mit 48 LEDs. Das heißt, wenn man beide aktiviert hat, hat man quasi 100%, zeige ich dann andersrum, schwarz als Masse und hier blau für dieses Traumalicht. Ich drehe das jetzt um, dass man es von der anderen Seite besser sehen kann. Du siehst das? Okay. Das heißt, hier hätten wir einmal diese 48 LED-Module und hier haben wir dann die volle Leistung mit 96 LEDs, entsprechend 2250 Lumen. Und hier ist es halt nur die Hälfte an Lumen. Und jetzt kommt der Clou, wenn ich diese Leuchte hier deaktiviere und dann die blaue Leitung anschließe, dann haben wir in diesem Fall jetzt dieses Traumalicht mit, weiß nicht, was da auf der Leitung, was der da so sieht, das wäre dann, ich glaube, das sieht man es gar nicht, halten wir es wieder in die hier, das wäre dann quasi diese Traumalichtoption für die Nacht. Das ist jetzt, wie gesagt, die weiß-blau umschaltbare Ausführung. Kann ich jetzt auch nochmal hier umschalten. Ich glaube, da sieht man den Kontrast schon deutlich. Ist natürlich im Studio deutlich heller als normalerweise, deswegen ist der Kontrast auch nicht entsprechend gegeben, aber in der Nacht sieht man das schon eindeutig gut. Das wäre jetzt die blaue Ausführung, die gibt es wie gesagt auch als rote Ausführung. So, jetzt haben wir das da wieder weg. Von der Montage her, da werde ich jetzt die kleine nehmen, ist glaube ich gescheiter. Von der Montage her ist es so, wenn man die Module jetzt umdreht, deswegen ist es auch hier da sozusagen dieser Spalt. Das seitliche, das sind Kappen. Die werden einfach runtergenommen. Das ist im Prinzip die Grundessenz der Leuchte. Die größere schaut gleich aus. Das heißt, wir haben hier diese Paneele, das Glas, die Kontakte und die Anschlussleitung. Vom Verbauen ist es so, dass man hier, glaube ich, eindeutig schön diese 4 Löcher sieht. Mit diesen 4 Löchern wird diese Leuchte dann irgendwo fix aufgeschraubt, im Dachhimmel oder sonst wo. Und dann kommen diese Abdeckkappen da drüber. Mit ein bisschen Druck. Klack, klack. Und hier ebenfalls, damit man natürlich da nicht alles, diese ganzen Kabeln sieht. So, jetzt ist das eingerastet und im Endeffekt schaut die Leuchte dann so aus, wenn sie verbaut ist. Ja. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, es gibt die Flux in 2 Längen mit 250 und 500 mm. Die 250 mm gibt es mit den 24 LED-Modulen und 560 Lumen in 12 oder 24 Volt, keine Dual-Volt-Ausführung. Dann die 500er, also die Flux 500 mit 500 mm Breite, da gibt es einerseits mit 48 LED-Modulen diese Ausführung, also nur ein Stick hier, und die mit 96 LED-Modulen, die hat dann die doppelte Helligkeit mit 2250 Lumen, Stick hier und diesem Stick hier drinnen. Und die 96er gibt es zusätzlich neben einer komplett weißen auch in einer weiß-blauen oder weiß-roten Ausführung dann als Traumalicht. Dual Volt ist nicht möglich, es ist nur entweder 12 oder 24 Volt möglich. Bezüglich der Dimmung ist es so, dass vom Hersteller die Leuchte angegeben wird mit dimmbar. Wie ich vorher beim Video gezeigt habe, ist es so, dass die Leuchte entweder 0, 50 oder 100% hat. Das geht auch nur bei der 96er, also bei der starken Ausführung kann man die 50% dimmen. Stufenlos dimmbar ist ohne weiteres nicht möglich. Man könnte es zum Beispiel mit einem PWM-Dimmer machen. Dann könnte man diese Leuchte stufenlos dimmen, aber rein vom Werk her gibt es nur 0, 50 und 100% Leistung. Das war es soweit zu unserer Flux 500 Innenraumbeleuchtung, oder nicht Flux 500, sondern Flux Innenraumbeleuchtung, die es mit 250 oder 500 mm Länge gibt.
Wie immer findet ihr alle weiteren technischen Details, Abmessungen und genauen Spezifikationen sowie Preis- und Bestellmöglichkeiten bei uns auf unserer Webseite unter www.911services.net. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, um hier laufend auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, schönes Wochenende. Servus.